für die Polizeibeauftragte oder den Polizeibeauftragten des Bundes beim Deutschen Bundestag. Hier ist es verabredet, 39 Minuten zu debattieren. Guten Tag. Wie die Kollegin Göring-Eckert Ihnen schon ankündigte, kommen wir zum Polizeibeauftragtengesetz. Und wenn alle ihren Platz gefunden haben, können wir auch mit der Debatte beginnen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Sebastian Hartmann für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir schaffen das Amt eines Polizeibeauftragten, einer Polizeibeauftragten für die Polizei des Bundes. Das ist ein guter Tag für die Polizei, denn wir stärken das Vertrauen in die demokratische Polizei, in die Beamtinnen und Beamten, die jeden Tag in diesen Tag diesen Dienst tun. Und wir sind Ihnen dankbar für diesen Einsatz. Und wir schaffen damit noch mehr. Es wird der Goldstandard werden für die Beauftragten, denn wir kennen in der Vielzahl der Länder einzelne Polizeibeauftragte, die mal Organe eines Parlaments sind, mal aber auch in der Exekutive angesiedelt. Und wir entscheiden uns als Deutscher Bundestag, es wird ein Hilfsorgan des Deutschen Bundestages. Damit, meine Damen und Herren, schaffen wir die Möglichkeit, dass Polizistinnen und Polizisten rechtssicher, anonym sich an ihren Beauftragten wenden können. Wir schaffen die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger die Erkenntnisse darüber haben, dass man strukturell Mängel zum Beispiel hat, hier eine eigene Eingabe machen können. Und damit ist etwas mehr geschaffen, als jemals in diesem Bereich denkbar war. Denn es geht nicht nur darum, irgendetwas Neues an die Seite zu stellen der Strukturen, die wir schon haben, sondern wir schaffen damit die Möglichkeit, dahin zu schauen, wie ist die Polizei organisiert? Wie können wir die Polizei mit Ressourcen ausstatten? Was ist gesetzgeberisch zu tun? Denn der oder die Polizeibeauftragte, er wird an den Bundestag berichten. Er wird uns in die Lage versetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das zu tun, was man als Gesetzgeber tun sollte, nämlich gute Rechtsgrundlagen schaffen, das Recht fortentwickeln, zum Beispiel mit einem Bundespolizeigesetz, das jetzt endlich kommt, dann aber auch entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stellen. Nun reden wir nicht drum herum. Es wird sicherlich in dieser Debatte einige geben, die allerdings sicherlich aus Unkenntnis des Gesetzentwurfs von einem Generalverdacht gegen die Polizei sprechen können. Das ist natürlich völlig neben der Debatte, denn man kann nicht von einem Generalverdacht, da kann man auch mal klatschen, gegen die Polizei sprechen. Wenn wir das Gegenteil tun, indem wir nämlich die Polizeien stärken, sagen wir, stehen zu unserer Polizei. Wer meint, das kann ein Staatsanwalt erledigen, der hat das überhaupt nicht verstanden. Es geht nicht darum, Strafbarkeiten oder mögliches Fehlverhalten im Amt in den Mittelpunkt zu rücken. Denn ein Staatsanwalt wird sich möglicherweise damit beschäftigen, ist es ein strafbares Verhalten? Ja, nein. Aber hier kann es um mehr gehen. Denn wenn die Eingabe erfolgt ist, kann ein struktureller Mangel aufgedeckt werden. Es kann erkannt werden, dass wir die Organisation der Polizeien noch mal überprüfen müssen. Das ist etwas grundsätzlich anderes. Und es geht auch nicht darum, einen Generalverdacht zu formulieren. Nein, wir wissen es, der weit überwiegende Teil, die erdrückende Mehrheit in der Polizei, sie hält sich an Recht und Gesetz, sie setzt auch Recht und Gesetz jeden Tag in diesem Staat durch. Und sie haben unser Vertrauen verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darum wird es die parallele Befassungsmöglichkeit zu Staatsanwaltschaften geben, die möglicherweise ein Verfahren einstellen oder gar nicht zu beteiligen sind. Aber die Polizistinnen und Polizisten erhalten einen neuen Ansprechpartner. Sie halten jemanden an ihrer Seite. Und die Berichte, die dieser Polizeibeauftragte an uns als Bundestag erstatten wird, es werden Hausaufgabenhefte sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wir werden uns nicht wegducken mit, das ist die Zuständigkeit der Judikative, sondern das ist etwas, was wir in dem zuständigen Innenausschuss zu debattieren haben. Es ist etwas, womit wir uns hier im Plenum zu beschäftigen haben. Das heißt, wir versetzen uns in die Lage, mit unserer Polizei, und ich betone, unseren Polizeien des Bundes besser auseinanderzusetzen, indem wir ein
unabhängigen Polizeibeauftragten schaffen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern auf der Seite des Rechts, an der Seite derjenigen, die Recht und Ordnung durchsetzen und die sich an das Gesetz auch halten. Wir freuen uns auf die Debatte, die nun folgen wird. Wir erkennen damit an, dass viele Hinweise aus der Zivilgesellschaft uns erreicht haben. Wir danken auch insbesondere den Hinweisen aus den Ländern, die auf ihre Polizeibeauftragten, auf Herausforderungen verwiesen haben. Gleich werden in dieser Debatte für die SPD noch die Kollegen Baldi und Wegge sprechen. Wir haben auch uns noch mal vorgenommen, die besonderen Merkmale herauszustellen. Das Stichwort parallele Ermittlungskompetenz, Selbstbefassungsrecht sind zentral. Das ist etwas, was es so in der Form noch nicht bei den Ländern gab. Wir glauben, dass wir hiermit einen neuen Standard schaffen, dass man sich auch daran orientiert. Und sollten Vertreter der Opposition es wieder erwarten, gleich kritisch sehen, so kann ich Ihnen versichern, auch dort, wo die CDU oder die CSU, mal schauen, die CDU eher beteiligt ist an der Landesregierung, auch dort gibt es Polizeibeauftragte und man kann das Gute auch noch besser machen. Und wenn der Standard demnächst beim Bund ist, dann haben wir das Beste getan. Das Wort hat Dr. Hendrik Hoppenstedt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestern hat das Bundeskriminalamt das Bundeslagebild für 2022 veröffentlicht. Insgesamt wurden über 96.000 Beamte Opfer einer Gewalttat. Das sind rund 7.580 bzw. 8,6% mehr als im Vorjahr. Das sind erschreckende Zahlen und ein alarmierendes Indiz für die Verrohung unserer Gesellschaft. Und gerade weil die Berufsausübung von Polizistinnen und Polizisten immer gefährlicher wird, möchte ich an dieser Stelle allen Angehörigen der deutschen Polizei, aber insbesondere denen der Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes und auch der Bundestagspolizei einen ganz herzlichen Dank für ihren herausragenden Dienst zollen, mit viel Respekt aus diesem Haus. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass wir heute in erster Lesung lieber einen Gesetzentwurf beraten, der mehr Schutz und Sicherheit für Polizistinnen und Polizisten in Deutschland ermöglicht. Und stattdessen beraten wir hier einen Antrag, der sich oder einen Gesetzentwurf, der sich um die Schaffung des Amtes eines Polizeibeauftragten dreht. Zwei Hauptargumente werden in diesem Gesetzentwurf gebracht. Erstens, der Beauftragte soll Fehlverhalten einzelner Beschäftigter bewerten und entsprechend untersuchen. Nun sind Polizistinnen und Polizisten auch nur Menschen und machen gelegentlich mal Fehler, aber selten genug kommt es vor. Für diese Fälle haben wir bereits jetzt ein ausgeklügeltes Beschwerde- und Untersuchungsmöglichkeitsmanagement. Das Disziplinarrecht ist existent und schließlich gibt es auch noch die unabhängigen Gerichte. Es ist also eine klassische Doppelstruktur, die jetzt hier durch Ihren Gesetzentwurf geschaffen werden soll. Zweitens soll der Beauftragte strukturelle Mängel und Fehlentwicklungen bei der Bundespolizei, beim BKA und bei der Bundestagspolizei entsprechend aufdecken. Das sei, so steht es jedenfalls im Gesetzentwurf, auch eine Forderung des UN-Anti-Folter-Ausschusses, der UN-Arbeitsgruppe willkürlicher Haft und anderer internationaler Menschenrechtsgremien. Meine Damen und Herren, ich finde es unfassbar. Ich finde es wirklich unfassbar, dass solche Dinge hier überhaupt zur Sprache kommen. In Deutschland gibt es kein strukturelles Problem mit Folter und willkürlicher Haft. Und deswegen brauchen wir auch keinen Polizeibeauftragten. Warum es, meine Damen und Herren, trotzdem diesen Gesetzentwurf gibt, ist relativ einfach. Die Gründungsjahre der Grünen waren geprägt von der Konfrontation mit der Polizei. Und dieses ideologiegetriebene Misstrauen schwingt immer weiter noch mit. Und bei der SPD geht es darum, wieder mal eine Möglichkeit zu finden, einen bayerischen Bundestagsabgeordneten dauerhaft mit einer B6-Stelle zu versorgen, angesichts des Wahlergebnisses jetzt bei der Landtagswahl in Bayern, möglicherweise ja auch im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl, ein drängendes Unterfangen. Und die FDP, meine Damen und Herren, macht mit, weil es ein neues Motto gibt. Hauptsache regieren, egal wie schlecht. Vorgestern, liebe FDP, hat hier Ihr Bürokratieabbaubeauftragter, der Staatssekretär Strasser, berichtet zu seinem Bericht. Er sprach großspurig von Bürokratieabbaumarathon, der jetzt begonnen worden wäre. Das Gegenteil passiert. Es wird der 46. Beauftragtenposten geschaffen. Zusätzlich zu den 37 Staatssekretärinnen und Staatssekretären, die Sie in der Bundesregierung haben, ist das absoluter Rekord.
Und Sie schaffen neben dem eigentlichen Polizeibeauftragten übrigens noch einen ganzen Unterbau von Verwaltungsbeamten, inklusive eines leitenden Beamten, die natürlich ihrerseits Anfragen stellen werden, Berichte schreiben werden und das Leben der Polizistinnen und Polizisten noch mehr mit Bürokratie binden werden, anstatt dass sie ihre Arbeit machen können, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, was wir statt des Polizeibeauftragten und eines mit Händen zu greifenden Misstrauens gegen die Polizei brauchen, ist ausreichend Personal für die Bundespolizei und für die Polizeien des Bundes. Es ist vor allen Dingen aber auch zeitgemäße Handlungsbefugnisse, wie zum Beispiel die Speicherung von IP-Adressen, damit wir endlich den wirklichen Tätern das Handwerk legen können, schrecklichen Kinderschändern. Das wäre der Schweiß der edlen Wert, anstatt hier über zusätzliche Posten zu diskutieren. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Irene Mihalic für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ja, heute ist es endlich soweit. Wir bringen den Gesetzentwurf über die Polizeibeauftragte oder den Polizeibeauftragten beim Deutschen Bundestag ein. Und das ist ein echter innenpolitischer Meilenstein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist richtig, wir Grünen haben bereits 2016 einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt und dann in der letzten Wahlperiode erneut. Und solange wie wir dieses Projekt schon verfolgen, solange höre ich auch schon die Vorwürfe aus immer denselben Reihen. Ungerechtfertigtes Misstrauen gegenüber der Polizei, Generalverdacht, Paralleljustiz, Doppelstruktur, habe ich gerade gelernt, alles bekannt, alles erwartbar und alles ohne Substanz, meine Damen und Herren. Aber diese Reflexhaftigkeit hat bei der Union offensichtlich auch eine historische Tradition. Denn schon vor über 60 Jahren haben Sie diese Reflexhaftigkeit und diese Vorwürfe formuliert, als es um die Einführung des Wehrbeauftragten ging. Und ich denke mal an solche Aussprüche wie Ausdruck des tiefen Misstrauens gegenüber dem Militär, ein unnützes Institut würde den ohnehin vorhandenen Papierkrieg noch weiter verstärken und so weiter und so fort. Aber wenn Sie mal ganz ehrlich sind, so eine Bilanz würden Sie heute nach der Amtsführung vieler verdienstvoller Wehrbeauftragte ganz sicher nicht mehr ziehen, meine Damen und Herren. Und den Vorwurf, dass wir der Polizei misstrauen, weil wir einen Polizeibeauftragten einführen wollen, ist völlig aus der Luft gegriffen, und ich erkläre Ihnen gern, warum. Mittlerweile haben wir in 8 Bundesländern Polizeibeauftragte. In Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Frau Nikolaisen, und Brandenburg. Überall hörte das Gerede vom Generalverdacht und vom Misstrauen schlagartig auf, als diese Stellen endlich angefangen haben zu arbeiten, meine Damen und Herren. Und wenn man in die Berichte schaut, dann sieht man, dass zu einem Großteil und teilweise sogar überwiegend die Eingaben aus der Polizei selbst kommen. Und welcher Polizist, ja, würde sich denn an eine solche Stelle wenden, wenn er sich selbst einem Generalverdacht ausgesetzt sehen würde? Das ist doch absurd, meine Damen und Herren. Und daran sehen Sie, dass Ihre Kritik meilenweit an der Realität vorbeigeht, weil diese Stellen eben hoch akzeptiert sind. Und der Polizeibeauftragte des Bundes wird für Bedienstete der Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes und der Polizei beim Deutschen Bundestag sowie für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein. Und dabei geht es eben nicht um die Schaffung einer Paralleljustiz oder einer Doppelstruktur. Da hat Kollege Hartmann schon darauf hingewiesen. Es ist ja eher umgekehrt. Denn bis heute gibt es keinen Weg, Konflikte oder Probleme außerhalb der Gerichtsbarkeit und außerhalb der Dienst- und Fachaufsicht zu klären. Und die bestehenden Wege, die wir heute haben, sind auch zur Erkennung und Aufarbeitung der strukturellen Faktoren, die eben schon angesprochen worden sind, schon deshalb ungeeignet, weil sie dafür überhaupt nicht zuständig sind. Denn den Blick weg vom Einzelfall, aufs große Ganze, auf die Struktur zu richten, ist eine elementare Aufgabe der parlamentarischen Kontrolle, meine Damen und Herren. Und deshalb wird die oder der Polizeibeauftragte ja auch als Hilfsorgan des Deutschen Bundestages tätig. Und damit schließen wir eine Lücke, die wir heute bei der parlamentarischen Kontrolle der Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols im Innern de facto haben. Und das ist gut und wichtig, dass wir diese Lücke schließen.
Die Art der Vorfälle, die auf strukturelle Probleme hindeuten, kann dabei ganz unterschiedlich sein. Das kann die rechte Chatgruppe sein, das können sexistische Vorfälle sein oder ein Polizeibeamter beobachtet das Fehlverhalten von Kolleginnen und Kollegen und ist sich einfach unsicher, was er in dieser Situation tun soll. Oder Bürgerinnen und Bürger empfinden ein polizeiliches Einschreiten als ungerechtfertigt und möchten sich aber aus nachvollziehbaren Gründen eben nicht damit an die Polizei wenden. Und es gibt auch noch die andere Seite. Kollege Hoppenstedt, Sie haben es eben gesagt, das Lagebild zu Gewalt gegen Polizeibeamte ist gestern veröffentlicht worden. Und Sie haben völlig recht, die Anzahl an Übergriffen auf polizeiliche Einsatzkräfte ist erschreckend hoch. Und auch hier kann der Polizeibeauftragte eine wichtige Arbeit leisten und zur Ursachenforschung beitragen. Denn gerade in diesen Zeiten, in denen die Polizei immer häufiger mit hochkomplexen und unübersichtlichen Lagen konfrontiert ist, ob bei Großeinsätzen oder im Alltag, daraus können sich immer Situationen entwickeln, die ungeplant verlaufen, bei denen etwas schief geht, in denen schlicht Fehler passieren, weil es eben Menschen sind, die da arbeiten. Und dann ist es doch gut und im Sinne aller Beteiligten, wenn die öffentliche Aufarbeitung solcher Ereignisse nicht ausschließlich über die Presseberichterstattung läuft und der Bericht eines unabhängigen Polizeibeauftragten eventuell ein schiefes Bild auch wieder gerade rücken kann, meine Damen und Herren. Aus den Ländern, in denen es solche Einrichtungen gibt, wird uns aber vor allen Dingen eine wichtige Erfahrung der Polizeibeauftragten zugetragen. Es gibt eine ganze Bandbreite an Fällen, und es muss nicht immer der große presseöffentliche Fall sein. Ja, aber es gibt immer wieder kleinere Ereignisse, die eben dazu führen, dass es zu Auseinandersetzungen, zu Konfrontationen zwischen Polizistinnen und Polizisten und Bürgerinnen und Bürgern kommt. Und diese vielen kleineren Fälle, die Ereignisse des Alltags, haben eines gemeinsam, nämlich dass die oder der Polizeibeauftragte oftmals durch einen Ausgleich, durch ein gemeinsames Gespräch, durch eine Vermittlung bereits helfen kann und alle Beteiligten mit einem guten Gefühl aus der Sache rausgehen. Und das, meine Damen und Herren, ist eben genau das Gegenteil von Misstrauen. Es stärkt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre Polizei. Und auf dieses Vertrauen ist die Polizei unbedingt angewiesen, wenn sie ihre Arbeit machen möchte. In diesem Sinne, ich freue mich auf die parlamentarischen Beratungen und hoffe, dass Sie auch erkennen, dass wir mit unserem Gesetzentwurf nichts Böses im Schilde führen, sondern dass es im Sinne unserer Polizei hier in Deutschland ist, was wir hier machen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Steffen Janich für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Polizei im Bund leistet täglich einen unverzichtbaren Beitrag, damit wir alle in Frieden und Freiheit leben können. Schon heute steht keine Berufsgruppe des öffentlichen Dienstes unter einer stärkeren öffentlichen Beobachtung als die Polizei. Selbsternannte Experten, vor allem aus dem roten und grünen Milieu, saugen ihren täglichen Nektar daraus, jede einzelne Standardmaßnahme der Polizei als wahlweise rassistisch motiviert, unverhältnismäßig oder rechtswidrig abzutun. Und es steht zu befürchten, dass dieser durchgegenderte Gesetzesentwurf diese Situation für Polizeibeamte nicht verbessert. Die Aufgabe des Polizeibeauftragten soll es nicht sein, als Ansprechpartner für sämtliche Sorgen und Nöte von Polizisten zu wirken. Seine Aufgabe soll es sein, Fehlentwicklungen bei der Polizei und angebliches Fehlverhalten von Polizeibeamten zu bewerten und zu untersuchen. Zwar sieht das Polizeibeauftragtengesetz vor, dass einem Petenten aus den Reihen der Polizei keine Nachteile entstehen dürfen, wenn er sich an den Polizeibeauftragten des Bundes richtet. Allerdings sollte man diese Bestimmung aus Gründen der besseren praktischen Handhabbarkeit durch Dienstvorgesetzte dringend in das Bundesdienstdisziplinargesetz aufgenommen werden, um eine Rechtssicherheit zu schaffen. Ebenso geht es der Verpflichtung von Polizeibeamten, als Zeuge auszusagen, unter Verweis auf die Strafprozessordnung nicht hervor, ob es sich hier um einen Rechtsgrund oder um eine Rechtsfolgenverweisung handelt. Hier sind Anwendungsschwierigkeiten in der Praxis so sicher zu erkennen wie das Blaulicht bei einer Verfolgungsfahrt. Zu guter Letzt bleibt festzustellen, dass die Anforderungen an die Person des Polizeibeauftragten viel zu niedrig angesetzt sind und seine Besoldung viel zu hoch ist.
Die vorgesehene Tätigkeit setzt Kenntnisse im Verfassungsrecht, im Polizeirecht, im Strafprozess und im Strafrecht sowie im Datenschutzrecht voraus. Es ist daher völlig unverständlich, dass der Polizeibeauftragte über keinerlei polizeilichen oder juristischen Hintergrund verfügen muss, sondern dieser Entwurf auch die Wahl eines Schulabbrechers, wie zum Beispiel manchmal bei den Grünen, zum Polizeibeauftragten ermöglicht. In keinem Verhältnis dazu steht die Vergütung dieses Polizeibeauftragten mit der Besoldungsstufe B6, also von monatlich über 11.300 Euro zuzüglich Familienzuschlag ab dem nächsten Jahr finanziert, wie könnte es anders sein, aus Steuermitteln. Das ist übrigens dieselbe Besoldungsstufe, wie sie ansonsten etwa dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zukommt, dem eine Behörde von knapp 1.500 Leuten zugeordnet ist. Ein Posten mit dieser Vergütung bläht wieder einmal unseren Personalhaushalt auf. Zusammengefasst lässt sich sagen, Sie schaffen hier eine zusätzliche Kontrollinstanz über die Polizei, dessen Vertreter weniger wissen muss als jeder Polizeianwärter, aber dafür eine Besoldung erhält, die mir nicht begreiflich ist. Eine vollkommen überbezahlte Dienstaufsicht alleine schafft keine bessere Polizeiarbeit. Ihre Initiative lehnen wir daher in dieser Form jetzt schon ab. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun Manuel Höferlin das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auf unsere Polizistinnen und Polizisten können wir stolz sein in Deutschland. Sie leisten jeden Tag wertvolle Arbeit. Sie halten ihren Kopf hin. Sie gehen dorthin, wo es gefährlich ist, und sie werden, und das ist richtigerweise aus den Reihen der Union noch einmal genannt worden, sie werden bedroht, sie werden angegriffen, sie haben einen sehr schweren Situation, wenn sie ihren Kopf hinhalten, und deswegen kann man nicht oft genug Danke sagen an die Polizeien, an alle Polizeien in unserem Land. Aber abgesehen von dem Dank, den wir ihnen zollen, müssen wir auch unserer Verantwortung gerecht werden. Und als Parlamentarier haben wir uns, und deswegen bin ich froh, dass dieser Gesetzentwurf auch aus den Reihen des Parlaments kommt, das ist ein Parlamentsgesetzentwurf, haben wir uns vorgenommen, dass die Polizeien des Bundes, also das BKA, die Bundespolizei und die Polizei hier im Deutschen Bundestag, die für uns da ist, dass wir diesen einen Polizeibeauftragten an die Seite stellen. Übrigens kein neues Konzept. Auch in unionsgeführten Bundesländern gibt es Polizeibeauftragte. Häufig heißen sie allerdings Bürgerbeauftragte und Polizeibeauftragte. Wir haben jetzt einen Polizeibeauftragten, den wir vorsehen. Und dieser Polizeibeauftragte hat inhaltlich sehr klare, sehr eng umrissene Aufgaben. Und sie entsprechen genau dem, was man erwarten kann, wenn Parlamentarier ihrer Verantwortung gerecht werden, dafür zu gucken, ob es politisch etwas nachzusteuern gibt in den Polizeien des Bundes. Nämlich das ist die Aufgabe des Polizeibeauftragten. Und Sie haben völlig recht gesagt, der Polizeibeauftragte, warum sollte denn da sein? Es gibt doch auch andere Strukturen. Ja, die gibt es aber nicht für diese Aufgabe. Sondern es gibt die Dienstaufsichtsbeschwerde, die den Einzelfall untersucht, die dienstlich Polizeibeamte anschaut, ob sie denn ihre Arbeit richtig gemacht haben. Das gibt es bereits. Daran wollen Sie auch gar nicht rütteln. Es gibt den Weg, einen Rechtsweg einzuschreiten, wenn man als Bürgerin oder als Bürger von einer Maßnahme der Polizei betroffen ist. Und dieser Rechtsweg bleibt auch erhalten, der hat aber auch nichts damit zu tun. Was diese Wege aber alle gemeinsam haben, ist, sie sind nie auf die Struktur von Polizeien gerichtet. Und darauf sprechen wir von allen Strukturen. Der Struktur einer Einsatzeinheit, der Struktur einer Polizeidienststelle, eines Präsidiums, vielleicht einer strukturellen Problem in der Regulierung, die wir so nicht lassen wollen als Parlamentarier bei den Polizeien des Bundes. Und deswegen steht das auch in Artikel 1 Absatz 1 als erste Aufgabe. Und es ist auch aus unserer Sicht, aus unserem Verständnis die Kernaufgabe des Bundespolizeibeauftragten, nämlich dafür zu sorgen, dass die Bundespolizeien im weiteren Sinne, das BKA und die des Bundestages, eben strukturelle Probleme erkennbar werden. Und zwar indem Polizisten
primär wahrscheinlich als erstes darauf hinweisen, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise haben, und zwar nicht irgendwelche Hinweise, sondern das ist konditioniert, Hinweise auf strukturelle Probleme und persönliche Betroffenheit einem Einzelfall. Und da ist ein Und dazwischen, meine Damen und Herren. Und deswegen, und das ist nichts für den Dienstaufsichtsweg und das ist auch nichts für das Strafverfahren, weil der Polizeibeauftragte wird nämlich anschauen, ob dort andere Fälle gleichgeartet in anderen Verfahren des Dienstweges oder der Dienstaufsicht vorliegen. Und diesen Erkenntnisgewinn, und der ist wichtig für uns als Parlamentarier, wird er uns gegenüber berichten. Und es ist auch interessant, wenn gesagt wird, naja, da werden viele Anfragen aus Seiten des Bundestages kommen und mit Arbeit, und das wäre etwas, was die Regierung stellen würde. Das ist falsch. Es ist ein Polizeibeauftragter, der am Bundestag angedockt ist, weil es unsere Tätigkeit ist, die für uns Erkenntnisse gewinnt. Und deswegen berichtet sie auch mit Berichten einmal im Jahr und in besonderen Fällen an den Deutschen Bundestag, und zwar nur an den Deutschen Bundestag. Und ich glaube, wer heute sich hinstellt und sagt, das sei mehr als Misstrauen, das sei sozusagen ein Generalverdacht, der hat wahrscheinlich diesen Entwurf nicht gelesen. Weil das ist etwas, was man seit Jahren hört und das sich in diesem Entwurf explizit nicht widerspiegelt. Und wenn man sagt, so etwas wie diese Position brauchen wir nicht, das haben wir schon, dann sagt er ja implizit, dass es schon einen Generalverdacht gibt. Das ist etwas merkwürdig. Also jemand, der sich so äußert, kann ich tatsächlich leider nicht ernst nehmen, meine Damen und Herren. Ich bin aber froh, dass wir im weiteren Verfahren noch nachschleifen können, wenn es gute Vorschläge gibt. Und wir sind total offen. Ich bin auch sicher, es wird eine Anhörung geben. Und ich bin gespannt, was wir dort noch hören werden, was wir aus konstruktiven Vorschlägen aus der Opposition hören, weil am Ende ist es ein Polizeibeauftragter des Bundes, der für uns da ist und für uns Erkenntnisse gelangen soll, die Missstände in der Struktur der Polizeien auffinden. Und in dem Sinne freue ich mich auf die Beratung mit Ihnen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das Wort hat Martina Renner für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren der demokratischen Fraktion! Seit wie vielen Jahren debattieren wir hier im Haus über die Einrichtung eines Polizeibeauftragten für den Bund? Schon in der 16. Wahlperiode hat meine Fraktion, die Fraktion Die Linke, hier einen Antrag eingebracht. Wir erinnern uns, in der 17. Legislatur war die Forderung nach einer Beschwerdestelle Bestandteil des Abschlussberichtes des NSU-Untersuchungsausschusses. Wir begrüßen es deshalb außerordentlich, dass die Koalition hier nun endlich einen Gesetzentwurf vorlegt. Und dieser Gesetzentwurf, das muss ich offen sagen und ganz ehrlich, ist wirklich eine gute Grundlage für die weiteren Beratungen. Zu befürchten war nach den Debatten in der Koalition zu Beginn des Jahres, dass diese Stelle ein bloßer Kummerkasten wird, ohne Befugnisse, womöglich sogar nur für Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen. Das ist nun nicht der Fall, und das ist richtig gut. Der Polizeibeauftragte des Bundestages wird umfassende Befugnisse erhalten. Im Benehmen mit anderen beteiligten Stellen wird er seine Untersuchungen auch durchführen können, wenn zugleich straf- und disziplinarische Verfahren laufen. Das ist ein deutliches Plus, auch gegenüber den Regelungen in den 7 Bundesländern, die bereits über einen Beschwerdemechanismus verfügen. Dennoch, und das muss auch gesagt werden, und ich hoffe auf das weitere Verfahren, gibt es noch ein paar Kritikpunkte. So soll nach dem Entwurf allen Beschwerden von Polizeibeamten und Polizeibeamten nachgegangen werden. Bei den Bürgerinnen und Bürgern werden dagegen Hürden aufgebaut. Man muss selbst betroffen sein. Und anders als bei den Polizeibeamten und Polizeibeamten muss das beklagte Fehlverhalten zugleich auf strukturelle Mängel hinweisen. Ich glaube, das ist eine zu hohe Schwelle. Darüber sollten wir reden. Und anders als in einigen Ländern fehlt auch ein Eingaberecht für Bürgerrechtsorganisationen. Auch darüber würde ich gerne in der Anhörung reden. Schließlich fehlt uns auch so etwas wie eine klare Befugnis, sich eigeninitiativ, da denke ich an die Datenschutzbeauftragten zum Beispiel, sich eigeninitiativ mit strukturellen Mängeln und Fehlentwicklungen zu befassen. Ohne dass es auf konkrete Einzelfälle Bezug nehmen muss
Ob das wirklich gegeben ist, auch das wird Thema sicherlich noch mal der Anhörung sein. Wir denken, wenn wir offen in die Anhörung gehen, dann werden diese Punkte dort sicherlich auch Thema. Und dann kann sogar dieser gute Gesetzentwurf noch verbessert werden. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun Carmen Becke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren! Wir erwarten von PolizistInnen in Deutschland, dass sie fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Mehr noch, wir erwarten, dass sie mit ihrer Arbeit jeden Tag für Demokratie und unseren Rechtsstaat eintreten. Sie übernehmen eine sehr wichtige Rolle in einem liberalen Staat. Aus diesem Grund sind die Erwartungen der Gesellschaft an sie auch so hoch. Fehlverhalten von einzelnen PolizistInnen kann daher eine fatale Wirkung in das Vertrauen in den Staat haben. Denn Vertrauen in den Staat kann verloren gehen. Deshalb liegt es in unser aller Interesse und ganz besonders auch im Interesse aller rechtschaffenden PolizistInnen, wenn Fehlverhalten von einer neutralen Stelle systematisch untersucht werden kann. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir heute diesen Gesetzentwurf hier beraten für eine Stelle für Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Bundestagspolizei. Denn der Polizeibeauftragte des Bundes soll eine Stelle sein, an die sich sowohl BürgerInnen als auch PolizistInnen mit Hinweisen und Beschwerden wenden können. Sei es der Kollege, der rassistische Kommentare in Chatgruppen schreibt, was aktuell übrigens nicht strafbar wäre, oder die Bürgerin, die sich bei einer Kontrolle nicht korrekt behandelt fühlt. Sie alle können sich an den oder die Polizeibeauftragte wenden. Und was mich besonders freut, ist, dass der Polizeibeauftragte des Bundes eben kein Kummerkasten ohne Kompetenzen sein wird. Wir ermöglichen unabhängige Untersuchungen über mögliche strukturelle Mängel bei der Polizei und Fehlverhalten, das auf eine Verletzung von Rechtsstaatlichkeit, Grundrechten oder Diskriminierungsfreiheit schließen lässt, kann untersucht werden. Ganz wichtig dabei: Er wird nicht weisungsgebunden sein, weder durch die Polizei noch durch das Innenministerium. Wir schaffen eine Stelle, die hier im Bundestag angesiedelt sein wird. Der Beauftragte erhält für seine Arbeit darüber hinaus unter anderem Zugang zu Polizeidienststellen und das Recht auf Akteneinsicht. Damit wird dieser Polizeibeauftragte so ausgestaltet sein, dass es seinesgleichen sucht. Wir können also sehr stolz auf diesen Gesetzentwurf sein. Um den Handlungsspielraum aber auch wirklich ausschöpfen zu können, müssen Kompetenzen und Aufgaben rechtlich gut eingebettet werden. In den anstehenden parlamentarischen Verhandlungen werden wir also noch einigen Gesprächsbedarf haben. Ich als Juristin bin beispielsweise davon überzeugt, dass wir eine Klarstellung des Verhältnisses der Rechte des unabhängigen Polizeibeauftragten zu den Vorschriften in der Strafprozessordnung brauchen. Darauf werden wir einen Schwerpunkt in der Anhörung legen. Denn für das Akteneinsichtsrecht und das Zeugnisverweigerungsrecht gelten speziell gesetzlich geregelte Voraussetzungen. Und nur wenn die spezialgesetzlichen Befugnisse auch tatsächlich Anwendung finden, können die unabhängigen Polizeibeauftragten ihre Aufgabe erst erfüllen. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch dafür noch eine gute Lösung finden werden. Und ich freue mich auf die Verhandlungen. Vielen lieben Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun die Kollegin Petra Nikolaisen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte zuerst einmal die Gelegenheit nutzen, unseren Polizisten auf Bundes- und auf Landesebene ganz herzlich zu danken. Sie sind alle der Grundpfeiler für unsere öffentliche Sicherheit und kommen vor lauter Lagen jetzt nicht aus den Stiefeln, wie es so schön heißt. Herzlichen Dank dafür. In einer Zeit, in der die Herausforderungen aber an unsere Polizisten und Polizistinnen wachsen und wir immer mehr auf den Schutz und die vielfältigen Bedrohungen angewiesen sind, sollte man sich genau überlegen, ob man der Polizei wirklich so misstrauen möchte, wie es der vorliegende Gesetzentwurf suggeriert. Und ich habe ihn gelesen. Und insbesondere, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn man keinerlei Zahlen liefert, die diese Unterstellung in irgendeiner Weise rechtfertigen. Dennoch überrascht mich der Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht im geringsten. Denn es ist nicht das erste Mal, dass wir über die Einführung eines Polizeibeauftragten debattieren. Bereits 2016 und 2019 brachte die Fraktion Bündnis 90 die Grünen zwei quasi inhaltsgleiche Entwürfe zur Abstimmung. Und heute wie damals stellt sich mir die Frage, haben wir denn überhaupt ein strukturelles Problem bei der Bundespolizei, beim Bundeskriminalamt und der Polizei des Deutschen Bundestages? Ich meine, nein. Wir haben bereits einen unabhängigen Beschwerdemechanismus in jeder Bundespolizeibehörde eingeführt und brauchen deshalb keinen Polizeibeauftragten mit Behördenstruktur. Es ist mir wichtig zu betonen, dass wir als CDU-CSU-Fraktion in keiner Weise kleinreden, wenn Bundesbeamte und Bundesbeschäftigte das in sie gesetzte Vertrauen missbrauchen. Bei nachgewiesenem Fehlverhalten, egal welcher Art, durch Bundespolizei, Bundeskriminalamt oder der Polizei des Bundestages, muss es Konsequenzen geben. Das ist völlig klar. Aber es ist in einem solchen Fall aber Aufgabe der Justiz, Verstöße gegen Gesetze zu untersuchen und gegebenenfalls natürlich dann auch zu ahnden. Es gibt keine vergleichbaren Fälle, in denen der Deutsche Bundestag die Aufgabe hat, die Einhaltung der Gesetze zu kontrollieren. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, am grundsätzlichen Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden besteht von Seiten der CDU-CSU-Fraktion kein Zweifel. Das haben wir bereits durch die Einbringung unseres Antrags, die Bundespolizei weiter stärken, Ende des Jahres 2022 klargestellt. Und den bitte ich Sie doch noch mal zu lesen. Ich hoffe, dass wir Ihnen noch mal die Augen geöffnet haben und bin gespannt auf die Beratung und auch auf die Anhörung und hoffe, Sie eines Besseren belehren zu können. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Daniel Baldi für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich diese Woche so verfolge, dann wird für mich eines immer deutlicher. Die Union teilt sich mittlerweile nicht mehr nur in die CDU und die CSU, sondern es gibt mittlerweile auch eine Bundes-CDU und es gibt eine Länder-CDU. Das haben wir beispielsweise am Montag gesehen. Da haben die Ministerpräsidenten in der Ministerpräsidentenkonferenz Beschlüsse verhandelt und zugestimmt. Also die Länder-CDU war dabei. Und die Bundes-CDU hat gesagt, das ist alles falsch. Und heute haben wir ja dasselbe Spiel einmal wieder erlebt. Die CDU-Bund kritisiert das geplante Vorhaben eines Bundespolizeibeauftragten. Und in den Landtagen, da haben sie in den letzten Jahren, da hat die Länder-CDU in den letzten Jahren immer zugestimmt. Also Einigkeit gibt es nur an einer Frage, nämlich es gibt keine Einigkeit in der Union. Und in der heutigen Debatte haben wir ja immer wieder diesen Vorwurf gehört, der Beauftragte sei nur deshalb da, weil die Ampel den Polizistinnen und Polizisten misstrauen würde. Und genau das Gegenteil ist doch der Fall. Und das machen doch sowohl die Ministerin als auch die Abgeordneten der Ampel hier an dieser Stelle immer wieder deutlich. Und deshalb ist ja auch der Beauftragte keine reine Beschwerdestelle über die Polizei, sondern der Beauftragte wird auch eine Beschwerde- und Anlaufstelle für die Polizistinnen und Polizisten in diesem Land. Und die bisher acht Beauftragten in den Ländern, die es bisher gibt, und deren Berichte, die zeigen ja auch in den Zahlen, dass das genutzt wird. Die Hälfte der Eingaben bei den Landespolizeibeauftragten stammt von den Polizistinnen und Polizisten selbst. Und das zeigt doch einmal mehr, es besteht der Bedarf. Und diesem Bedarf wird die Ampelkoalition mit der Schaffung des Beauftragten gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Polizistinnen und Polizisten verdienen unser aller Respekt. Und das kann man, das wurde heute zum Glück oft gesagt, und das kann man aber nie oft genug sagen. Und gerade in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir doch aber vor allen Dingen darüber gesprochen, soll es mehr Grenzkontrollen geben, soll es mehr Abschiebungen geben und von allem anderen noch mehr, mehr, mehr. Und eine Perspektive kam mir in diesen Debatten fraktionsübergreifend immer zu kurz. Können wir das den Polizistinnen und Polizisten des Bundes noch zumuten? Sind sie dazu überhaupt gut genug ausgestattet? Und meine Hoffnung ist, dass der neue Bundespolizeibeauftragte gemeinsam auch mit den Gewerkschaften bei solchen Fragen zukünftig immer auch den Finger in die Wunde legt und dass er in den Debatten, wie auch beispielsweise der heutigen, unaufhörlich auch darauf aufmerksam macht,
was die Polizistinnen und Polizisten an strukturellen Änderungen brauchen, um ihre Aufgaben auch weiterhin gut zu bewältigen. Zu guter Letzt, morgen beginnt ja in einigen Teilen Deutschlands, auch in meiner Heimat Mainz, einige Besucher sind ja auch oben auf der Tribüne, da beginnt morgen die fünfte Jahreszeit. Und was für die meisten von uns ausgelassenes Feiern bedeutet, das heißt für Polizistinnen und Polizisten Dauereinsatz. Und mein Wunsch an alle Närrinnen und Narren, lesen, habt morgen Spaß, vergesst auch vielleicht für einige Stunden all die Krisen in unserer Welt und feiert dabei vor allen Dingen friedlich. Denn morgen, übermorgen und auch an allen anderen Tagen gilt, Gewalt gegen Helferinnen und Polizisten ist tabu. Vielen Dank, Herr Lau, schönes Wochenende. Das Wort hat Dr. Volker Ulrich für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ausweislich des Gesetzentwurfs hat der Bundespolizeibeauftragte zwei Hauptaufgaben. Zum einen die Untersuchung von angeblichen strukturellen Fehlentwicklungen innerhalb der Polizei des Bundes und zum anderen die Bewertung von individuellem Fehlverhalten. Ich will zunächst einmal Folgendes festhalten. Beinahe nirgendwo sonst als in der Polizei wird Fehlverhalten von Polizeibeamten vor dem Hintergrund des Gewaltmonopols des Staates strenger und stärker untersucht als in der Polizei selbst. Das ist auch notwendig, um das Vertrauen in die Polizei aufrechtzuerhalten. Es ist aber ebenso wichtig, dass angesichts zehntausender Angriffe auf Polizeibeamte und angesichts schwieriger Einsatzlagen ein klares Signal des Bundestages ausgeht, dass sich unsere Polizeibeamten auf die Politik verlassen können, dass wir hinter unseren Beamten stehen und ihnen für ihren Dienst danken. Es ist heute bereits der Vergleich mit dem Wehrbeauftragten des Bundestages, der ebenso ein Hilfsorgan des Bundestages ist, angesprochen worden. Ich will zumindest zu bedenken geben, dass der Vergleich nicht völlig stimmig ist, weil der Polizeibeauftragte soll Fehlverhalten einzelner Beschäftigter untersuchen, wohingegen der Wehrbeauftragte sich eher als Ombudsmann der Soldaten versteht, die sich gegenüber dem Fehlverhalten von Vorgesetzten zur Wehr setzen, sodass dieser Vergleich nicht ganz stimmig ist. Ich glaube, man muss auch deutlich machen, dass wenn es ein solches Instrument gibt, dass im Gesetzentwurf typische Fallkonstellationen fehlen, zum Beispiel die Frage, bei Beförderungen übergangen worden zu sein oder innere Querelen innerhalb von Dienststellen. Ich will auch darauf aufmerksam machen, dass der Bundespolizeibeauftragte eine neue Rechtskategorie einführt. Es ist weder ein arbeitsrechtliches, noch ein disziplinarrechtliches, noch ein strafrechtliches Verfahren. Es ist ein neues Verfahren sui generis. Wer aber ein solches Verfahren einführt, und das ist eine Frage, die in den Beratungen diskutiert werden müssen, der muss auch um den Rechtsschutz sich kümmern, weil die Feststellungen des Bundespolizeibeauftragten haben natürlich Rechtsqualität. Und diese Rechtsqualität muss sich auch wiederfinden durch einen entsprechenden Rechtsschutz. Also diese Fragen dürfen nicht vergessen werden. Insgesamt ist uns wichtig, dass der Hauptaugenmerk darauf besteht, dass unsere Polizei gut ausgestattet ist, dass sie die notwendigen Einsatzlagen ordnungsgemäß abarbeiten kann und das Vertrauen dieses Hauses gegenüber unserer Polizei stets vorhanden ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 9148 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen